Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich wollte jetzt die nächste Quest mal anfangen. Die haben wir ja von letzter Folge ausgesucht, wo wir zwei Mädchen helfen wollen aus Aquila. Was ich irgendwie nicht bemerkt hatte, dass da irgendwie zwei Mädchen waren. Also zwei Kinder wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, dass da vielleicht irgendwie Hilfe waren, weil unter Mädchen verstehe ich Kinder. Wenn es Frauen wären, ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Fing gut an, dass ich direkt am Anfang der Folge schon wieder weg musste, aber die Nachbarn hatten geklingelt, Nachbarin hat sich ausgesperrt und hatte da Hilfe gebraucht, um wieder in die Wohnung zu kommen. So, dann habe ich einfach mal eben ganz kurz da geholfen. Aber ja, okay. Genau, wo war ich jetzt stehen? Wir wollten jetzt die Quest machen. Hier, zwei Mädchen da, denen wir helfen. Weil ich irgendwie von ausgehe, das sind irgendwie Kinder, die Probleme haben oder so. Aber ich weiß einfach nicht mehr, was das genau für eine Quest ist. Daher gehen wir mal nach Aquila und helfen denen mal. So, und fliegen los. Ich finde es aber auch super mit den... Okay, Kameraden. Es geht los. Sind schon echt viele Arbeiten und schöne Leute. Ich hoffe, bei Elder Scrolls 6 kriegen die das besser hin. Soll ja vom aktuellen Stand so 2025, 2026 kommen, glaube ich. So, aber... Ne, ich glaube, ne, GTA 6 kommt 2025. Für den PC wahrscheinlich 26, 27 kommt, aber was Elder Scrolls 6 angeht, aktuell kein Plan. Aber ich gehe mal von aus, dass es auch so ungefähr 25, 26 kommt. Jetzt dieses Jahr 2024 glaube ich nicht. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. Willkommen im Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Ja, mach das mal. Scan abgeschlossen. Du. So. Aquila City. Auch so eine blaue Sonne. Ich feiere das irgendwie. Der Pistolenzertifikatskill erhöht den Schaden durch Pistolen. Habe ich jetzt nicht erwartet. Wow. Aber ja, okay. Machen wir mal. So, aber es ist auch nicht mehr viel an Quests hier, kann man sagen, offen. Auch gute Quests, sagen wir mal. Oder die interessant klingen. Das heißt, wir werden früher oder später jetzt wahrscheinlich entweder diese oder nächste Aufnahmesession anfangen, hier die, wie heißt das jetzt, die Hauptquest wahrscheinlich zu beenden. Es sei denn, wir kriegen das noch hin, mit den Folgen so weit nach hinten zu ziehen, so durch Quests und so, die vielleicht der spannend Bankraub sind. Der Bankraub klang so. Ja heftig. Das hätte auch viel schlimmer. Das, Dingens hier, das DLC dann raus ist, hier, Shattered Space. Und dann bin ich neugierig, wie das dann sein wird. Weil das habe ich vor, dann zu holen. So. Da. Jo, da waren tatsächlich zwei Kinder. Zwei Mädchen. Ich bin Annie Wilcox. Du bist neu in der Stadt, oder? Das heißt, dass ich dich im Auge behalte. Du bist ganz schön neugierig. Schön, dich kennenzulernen. Ach ja? Tja, vielleicht behalte ich dich auch im Auge. Versuch's nur. Wenn ich nicht gesehen werden will, bin ich wie ein Äschter bei Nacht. Du bist aber ganz schön neugierig. In meiner Branche muss man das sein. Ich arbeite für die Freestar Ranger, okay? Ich bin die allererste Ranger-Überwachungshelferin. Und das ist kein ausgedachter Titel oder so. Ranger Emma Wilcox hat ihn mir offiziell verliehen. Schwer abgeschrieben. Ranger Emma Wilcox? Ist das deine Mutter?
Was ist die Aufgabe einer Ranger-Überwachungshelfer? Ich beobachte Leute und höre ihnen zu. Wenn ich was über Schmuggel oder Aurora oder Gangs höre, sage ich es den Rangern. Das ist ganz leicht, weil Kinder immer ignoriert werden. Und ich kenne total viele gute Verstecke in der Stadt. Ranger Emma Wilcox, ist das deine Mutter? Ganz genau. Sie ist Senior Ranger, also meine Chefin und auch die Chefin von den anderen Rangern. Naja, außer von Diego, der ist auch Senior Ranger. Ach ja, und der Marshall ist der Chef von allen Rangern. Okay, mit so einem Titel musst du wirklich gut sein. Ich bin die beste Ranger-Überwachungshelferin aller Zeiten. Irgendwie süß. Irgendwann bringe ich den anderen Kindern alles bei. Ich muss den Nachwuchs vorbereiten. Ich bin ja nicht ewig da. Also, wie sieht's aus? Bleibst du schön gesetzestreu? Oder muss ich dich auf meine Liste setzen? Ich folge meinen eigenen Regeln. Welche Liste? Meine Liste mit Leuten, die vielleicht Ärger machen. Die beobachte ich ganz genau. Du willst nicht auf meine Liste. Das geht dich nichts an. Na, ich habe nicht vor, irgendwas abzustellen, wenn es dir darum geht. Richtige Antwort. Hoffentlich meinst du es auch ernst. In Aquila City regieren die Verbrecher. Die sind einfach überall. Und deswegen müssen die Ranger sie bekämpfen. Und die Ranger-Überwachungshelfer. Jemand stiehlt bei Laredo Arms Waffen und so ein Zeug. Und die Erwachsenen glauben uns nicht. Wir dachten, du kannst uns vielleicht helfen, den Fall zu knacken. Wenn ein Krimineller sein Unwesen treibt, bin ich stets bereit zu helfen. Okay, ich beiße an. Sag mir, worum es geht. Warum glauben sie euch nicht? Warte mal, du bist aber kein Ranger, oder? Warum glauben sie euch nicht? Weil sie dumm sind. Ich gebe der Security ganze Listen mit Verbrechen und Hinweisen. Okay. Die interessiert das gar nicht. Ich mache quasi ihren Job für sie. Okay, komm, wir spielen mit dem mal mit. So, okay, ich beiß an. Sag mir, worum es geht. Natürlich. Bei meiner Ranger-Patrouille neulich Abend hat ein verdächtiger Mann Laredo Arms ausgekundschaftet. Ich habe ihn möglichst lange beobachtet, aber dann war Schlafenszeit. Gleich am Morgen bin ich wieder hin und habe Justin Sneed verhört. Und der hat gesagt, dass es bei der Inventur eine Diskrepanz gab. Ich habe ihm von dem verdächtigen Mann erzählt, aber er hat mir nicht geglaubt. Das scheint mir kein Zufall zu sein. Sag mir, dass du wenigstens irgendeinen Beweis für ein Verbrechen hast. Bist du sicher, dass dieser Verdächtige ein Dieb ist? Ich konnte nichts beweisen, aber der Verdächtige hat sich ganz komisch benommen. Er wollte bestimmt nicht entdeckt werden. Meine Mutter sagt, man muss auf seinen Instinkt hören. Ich weiß, dass das ein Dieb ist. Sie hat ja gesagt, sie kann es nicht beweisen, also komm, sagen wir mal das. Exakt! Ein Ranger war zu wenig, also habe ich auch Emily aufgenommen. Ich bin Ranger-Überwachungshelfer-Helferin. Oder sowas in der Art. Oh, wir haben herausgefunden, dass der Dieb fast jede Nacht einbricht. Total spät. Er hat eine Schlüsselkarte. Du musst ihn nur für uns schnappen. Dir glaubt die Security. Mal sehen, was ich tun kann. Ich glaub's nicht, dass ich dabei helfe, eurem Hirngespinst hinterher zu... Warte mal, er hat eine Schlüsselkarte? Emily hat ihn erwischt, wie er die Seitentür aufmacht. Da wussten wir, dass er wirklich ein echter Verbrecher ist. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Wir haben alles gemacht. Tatort untersucht. Zeugen verhört. Verdächtiger verfolgt. Ich bin ihm den ganzen Tag lang unbemerkt gefolgt. Mal sehen, was ich tun kann. Du würdest damit Aquila City helfen. Jeder wird erst da eingestellt. Am besten gehst du so um Mitternacht hin. Du musst warten, bis er rauskommt und ihn auf frischer Tat ertappen. Wir müssen ihn zur Strecke bringen. Ergreife den Waffendieb und Mitternacht. Annie wird ganz bestimmt irgendwann mal Rangerin. Wie ihre Mutter. Jede Wette, der arbeitet, der hat da Nachtschicht und denkt sich nicht Böses, passt da immer wieder auf. Und so. Und die denken, der klaut da jede Nacht, dass der da am Klauen. Obwohl, es könnte auch sein, dass er irgendwie vielleicht auch kleine, eigene, heimliche Geschäfte hat. Wäre auch gut möglich, aber das bezweifle ich jetzt. Obwohl, bei Bethesda kann sein, dass er doch schon was dran hängt. Wäre eher ein Wunder, wenn die dann einfach hier
sowas machen, wirken, dass wirklich das ein Missverständnis ist. Fände ich lustig auf jeden Fall. Dass die Kinder glauben, der ist ein Verbrecher und dabei arbeitet er da nur und will nur seine Schichten beenden und so weiter. So, ich will jetzt irgendwo hier eine Sitzgelegenheit haben oder eine Schlafgelegenheit. Weil wir müssen jetzt bis Mitternacht warten. Irgendwo muss es doch einen Stuhl oder sowas geben. Oder ein Bett. Oder ähnliches. Hier. So. Warten wir mal. Wir haben lokale Zeit. Es ist 6 Uhr morgens. Machen wir 13 Stunden. 13 lokale Stunden. Dann warten wir halt bis Mitternacht und gehen da mal hin. Ganz entspannt. Und gucken mal, was der da macht. Okay, das war ein bisschen falsch gerechnet von mir. 18:58. Machen wir so. Nochmal 5. Ich wünschte, Musik würde laufen. Vor allem, mir fällt gerade ein, ich hatte in den letzten Folgen, in der letzten Aufnahmesession, was ein bisschen kürzer war, vergessen gehabt, die Musik da noch mit hinzuzufügen. Ich wollte ja das selber hier reinbauen. Habe ich jetzt total vergessen. Muss ich jetzt hier auch mal dran denken, dass ich das mache. Stelle den mutmaßlichen Dieb. Komm, wir gehen mal so dahin. Das sollte ein Kinderspiel sein. Was? Ich... Oh, shit. Ich... Naja? Ich habe dich auf frischer Tat ertappt, keine Dummheiten. Mit einer zum eine Fabrik herumschleichen, gar nicht verdächtig. Es gibt also wirklich einen Dieb, kann doch nicht sein. Ich kann das erklären. Ach, shit. Oh Gott, nein. Security. Niemand rührt sich. Keine Bewegung. Also. Wenn das nicht der Gelbankheld ist. Und wen haben wir hier? Für einen späten Spaziergang bist du ganz schön bewaffnet. Ich gebe auf. So ist's recht. Warum? Jemand hat mich vor heute Nacht gewarnt. Hatte die kleine Annie etwa tatsächlich recht? Annie mag ein Kind sein, aber sie ist beeindruckend. Vielleicht sollte man ihr eine echte Marke geben. Bin genauso überrascht wie du. Wer hätte das gedacht, oder? Ich komme jetzt klar. Aquila City dankt dir erneut. Und, danke Annie von mir. Oh Mann, damit wird sie in 20 Jahren noch prahlen. Aber, okay, das war eine kleine, unterhaltsame Quest. Vor allem, wieso stellt er sich so doof an und schleicht da wirklich so wie so ein Volldepp? Ich hätte es jetzt viel lustiger gefunden, wenn er da einfach nur arbeitet. Also, wenn er wirklich hier arbeitet und so und einfach nur seinen Job machen will und einfach fälschlicherweise von der Kleinen hier verdächtigt wird. Und dann, dass man mit dem dann einfach so irgendwie einen Dialog führen könnte oder so. Hätte ich jetzt viel, viel lustiger gefunden. Wäre echt jetzt, das wäre viel, viel geiler, fände ich. Aber, naja, okay, der ist ab, der hat sich wirklich echt doof angestellt. Hier der mutmaßliche Dieb. Er heißt so, da stand sein Name so. So, suchen wir mal die Kleine, sagen wir ihr Bescheid, sie hatte recht. Sorry, was? Hab nicht zugehört. So, wo haben wir die liebe Annie?
bin echt beeindruckt, dass du jetzt vollwertiger Ranger bist. Wenn du Thermoparasiten siehst, bist du befugt, sie zu erledigen. Hey, Boss. Die Dinger sind anscheinend gefährlich. Entschuldigung. Okay. So, ich will mit Annie reden. Hast du den Dieb geschnappt? Hat es geklappt? Annie, warum bist du noch wach? Du solltest längst schlafen. Mom, ich muss es wissen. Du hast ihn erwischt, oder? Oder? Du hast einen richtigen Riecher. Wir haben den Dieb gefangen. Die Security hat den Verdächtigen in Gewahrsam. Scheint ein klarer Fall zu sein. Das Ganze war leichtsinnig und verrückt, aber wir haben den Dieb. Jawohl. Die Security hat den Verdächtigen in Gewahrsam. Scheint ein klarer... Ah, du hattest einen richtigen Riecher. Ich wusste es! Annie L. Wilcox, was hast du angestellt? Ich habe dir von dem Laredo-Dieb erzählt. Tja, und wir haben ihn geschnappt. Wie? Das war echt? Klar, Mom. Hab ich doch gesagt. Ich, sie sagt die Wahrheit. Das ist kein Witz, oder? Sie und ihre Freundin hatten großen Anteil an der Ergreifung des Täters. Das klingt verrückt, aber sie lügt nicht. Ich hatte ihr auch nicht geglaubt, aber es war kein Hirngespinst. Warum ist das so schwer zu glauben? Es klingt verrückt, aber sie lügt nicht. Kaum zu glauben. Annie, wir reden später darüber. Ich bin stolz auf dich. Aber du musst aufpassen. Ja, Mom. Ich werde die beste Ranger-Überwachungshelferin aller Zeiten. Danke, dass du ihr und bei all dem geholfen hast. Das ist für dich. Großer Gott. Jo, ich helfe den Rangern. Aber immerhin lebt aber man selbstbestimmt. Ich darf nicht darüber reden. Hey, hallo. Hat Autumn dir schon den Bericht geschickt? Dreimal darfst du raten. Wohl. Okay, machen wir mal die nächste. Ich fand das jetzt irgendwie doch schon ein bisschen unterhaltsam. Hol dein neues Schiff ab. Position der ECS Constant. Sprich mit Percival. Finde den Notruf. Sag May, dass du im Red Mile Run antreten. Sprich mit Hamza. Sprich mit Tevin Anastas. Suche Vladimirs Haus. Sprich mit Doc Manning. Sprich mit Catherine Lucion. Mit wie vielen Leuten muss ich hier sprechen? Ich fange mal an mit Catherine. Hört mich nicht. Papierkram ist nicht gerade. Machen wir mal diese Quest, wo wir mit denen reden müssen. Da können vielleicht noch ein paar gute Quests rausgeangelt werden. Eventuell. Aber okay, die kleine Quest war jetzt wirklich, fand ich jetzt doch unterhaltsam. Keine Ahnung, wo ich jetzt dafür. Ich habe die Serie 1000. Der Rat der Gouverneure trifft sich immer hier. So, und rein da. Bin ich jetzt? Ich hätte jetzt Lust, einfach ohne Grafantrieb im All herumzutreiben. Ohne Grafantrieb, Auf und davon. Gerade ist mein Tag schöner geworden. Aber warte mal, wenn wir, ich habe jetzt noch eine Frage. Das wird, wahrscheinlich... Fester Orbit erreicht. Werde ich mir zwar beantworten können, aber... Wenn wir jetzt als Beispiel in die Allheit reingehen, so im Laufe der Hauptquest, die Allheit betreten und dann Sarah mitnehmen, treffen wir sie dann quasi im New Game Plus dann nochmal wieder in der Allheit-Variante? Dann könnte man dann rein theoretisch jeden von der Constellation einmal mit darüber nehmen, so nur theoretisch. Alles noch dran. War ein guter Sprung. Willkommen im Freestyle-Raum. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Scan abgeschlossen. Jo. Da wollte ich hin, nach Neon wieder. Genau, und die Abseits-Track, da können wir auch nochmal direkt dann danach machen. Dann bleiben wir nochmal wieder ein bisschen, ein Weilchen in Neon.
So, der wunderschöne Ladebildschirm. Da müssen wir hin. Oh, neue Nachrichten. Und Besucher der Systeme der United Colonies. Die Terrormorph-Bedrohung ist real. Vermeidet unter allen Umständen den Kontakt zu diesen Alien-Raubtieren. Versucht nicht, also, okay, da kommt nichts Neues. Okay. Meldet jede Sichtung umgehend den Behörden der United Colonies. Ich sehe deine Neuro-Amp, klar? Lass deine... Keine Gnade, keine Gefangenen. Sorry, muss niesen. Ich hoffe, man hat sich gehört. Pass bloß auf, dass nie ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Okay, von dem kommt nichts. Also nichts Neues. Ich glaube, die findet man auch immer wieder. Die Leute trifft man immer irgendwie wieder, egal wo. Auf dem Mars haben wir ja einen gehabt von der Tracker-Allianz. So. Sprechen wir mal mit Lucien. Ich hoffe, es ist jetzt. Ich mach lieber das, als bei den Gangs reingezogen zu werden. Hä? Unterstadt. Ich wollte schon sagen, wo muss ich jetzt hin? Warte mal, war das nicht diese Händler? Ja, ich weiß nicht, ob die war Unfanatiker im Weltraum. Sie war das. Ich hoffe, das geht jetzt weiter. Oh, da bist du ja. Ich fühle mich schon besser. Tut mir leid wegen der ganzen Sache. Ich habe letzte Woche meinen geliebten Mann Thomas verloren. Er hatte angeblich einen Herzinfarkt und fiel von der oberen Plattform. So die offizielle Aussage von Neon Security. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagen. Du glaubst, da steckt mehr dahinter? Neon Security ist nicht die beste Quelle für verlässliche Informationen. In dieser Stadt ist nichts, wie es scheint. War Thomas dann krank? Er war zwar schon fast 70, aber laut Dr. Manning von Reliant bei guter Gesundheit. Herzinfarkt. Unsinn. Das war auf keinen Fall die Todesursache. Also du glaubst, da steckt mehr dahinter. Verdammt richtig. Wie dieser Security Officer mir ins Gesicht sagen konnte, dass Thomas an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war gelogen. Tut mir leid, das ist mein Problem. Du willst hier nur was kaufen und ich fasle über Verschwörungstheorien. Verzeih mir bitte. Eigentlich wollte ich nichts kaufen. Ich könnte mir ansehen, was du im Angebot hast. Ich möchte dir helfen, herauszufinden, was mit deinem Mann passiert ist. Meine Güte, du bist die erste Person in dieser furchtbaren Stadt, die mir helfen will. Danke. So, du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Sein Tod klingt zu verdächtig, um ihn als Unfall abzutun. Vielleicht wäre die Wahrheit zu schmerzhaft und es wäre besser, nicht mehr darüber nachzudenken. Warum bist du so sicher, dass eine Verschwörung im Gange ist? Laut dem Bericht hat man die Leiche meines armen Thomas nie gefunden. Das heißt, sie vermuten nur, dass er einen Herzinfarkt hatte. Aber statt den Fall offen zu lassen, bis weitere Beweise reinkommen, haben sie ihn geschlossen. Ich will wissen, warum. Okay, das klingt wirklich schon verdächtig. Ja, genau. Ich bin so froh, dass nicht nur ich dieses Problem erkenne. Am besten kannst du wohl beim Zeugen von Neon Security anfangen, Tevin Anestis. Dieses aufgeblasene Arschloch im Emporium in Neon. Aber sei bitte vorsichtig. Ich will nicht, dass zwei Morde mein Gewissen belasten. Könnte ich mir ansehen. Hattest du je Probleme mit der Neon Security? Kannst du mir irgendwas Nützliches über Tevin Anestis erzählen? Tevin gehört das Emporium auf der Bayou Plaza. Er ist überheblich und hochtrabend. Er würde nie auch nur einen Fuß in die Unterstadt setzen. Das Seltsame daran ist, dass wir nie persönlich mit ihm zu tun hatten. Warum er in Thomas Tod verwickelt sein sollte, ist mir schleierhaft. Okay. Vorsicht, Neon ist ein gefährlicher Ort. Okay, die Quest haben wir jetzt nicht mehr aktiv, warum? Unger, sprich mit Tevin Anestis. Ah, okay. Deswegen.
Dann haben wir jetzt doch noch mal eine neue Questreihe, kleine. Machen wir das mal. Dann haben wir aber auch hier auf der Website noch mal eine Quest hier bei In Neon. Könnten wir auch eigentlich mal machen. Das ist jetzt aber auch im Grunde, was ich jetzt machen werde, wahrscheinlich nur die kleinen Quests abfarmen hier. Aber ich will das zumindest mitgenommen haben, bevor wir die Allheit betreten. Aber immerhin verdiene ich. Bali Plaza. So. Ach, hier. Okay. Da muss mir das Imperium. Ist ja direkt hier. Perfekt. Also, was soll ich dann hier? Du wolltest doch was Schönes für deine Freundin kaufen. Also, hier sind wir. Meinst du, ich habe plötzlich geerbt oder so? Der Laden hier sprengt total mein Budget. Du hast mir doch wir gesagt, wir führen auf allerbeste Waren für anspruchsvolle Kunden. Und es gibt das Emporium. Hast du dich etwa verlaufen? Du siehst anders aus als unsere gewöhnliche Kundschaft. Wichtig ist nur, dass ich Credits habe, die ich ausgeben möchte. Mist, ich hätte doch mein arroganter Snob-Outfit tragen sollen. Deshalb musst du mich nicht gleich beleidigen, wenn ich gerade erst eingetreten bin. Wie sieht denn hier die gewöhnliche Kundschaft aus? Ich bin auf Edelkundschaft ausgerichtet. Wohlhabend, intelligent und erfolgreich. In Neon wären das die oberen 10%. Wichtig ist nur, dass ich Credits habe, die ich ausgeben kann. Oh, Entschuldigung. Verzeih mir bitte meine Respektlosigkeit, aber es gibt hier jede Menge... Nun ja, Ganoven, die in meinem Etablissement für Ärger sorgen. Ein bestimmtes Sioka-Mitglied, das sich Headlock nennt, drangsaliert mich andauernd, indem es meine Waren beschädigt. Schalt ihn aus, sprich mit den Behörden, die können dir helfen. Du solltest lernen, dich selbst zu verteidigen. Was ist Sioka? Das Sioka-Syndikat natürlich. Ah, erstaunlich, okay, dass du denen noch nicht begegnet bist. Eine Gruppe organisierter Krimineller, die mit Drohungen und Gewalt ihre eigene Agenda vorantreiben. Und ehrliche Leute wie ich leiden dann unter den Auswirkungen. Sie kommen aus Neon. Aber wer das Syndikat führt, weiß niemand. Es könnte jeder sein. Schalt ihn aus. Ihn töten? Selbst wenn ich das wollte, wüsste ich nicht wie. In so etwas war ich noch nie besonders gut. Aber ich habe schon zu viel von deiner kostbaren Zeit vergeudet. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ich würde gerne sehen, was du machst. Ich kümmere mich für dich um diesen Headlock. Ich will mit dir über den... Ich kümmere mich für dich um diesen Headlock. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Danke, dass du das erledigst. Headlock ist enorm gefährlich. Ich glaube, du könntest ihn irgendwo in Epside in der Nähe von Frankies Grab and Go finden. Ja, okay. Das dürfte kein Problem werden. Was macht ein Sioka-Mitglied bei einem Grab-and-Go? Keine Ahnung. Sioka-Mitglieder sind clever und gut gekleidet. Keine einfachen Gang-Mitglieder. Warum sie sich in einem heruntergekommenen Laden wie diesem aufhalten, ist mir schleierhaft. Okay, da dürfte kein Problem sein. Das sagst du. Aber Sioka ist nicht gerade zimperlich, wenn es um solche Dinge geht. Pass also lieber auf dich auf. Mehr weiß ich aber nicht. Komm wieder, wenn du dich um die Sache gekümmert hast. Viel Glück. Okay, gucken wir mal, was er im Angebot hat. Oh ja, sehr gerne. Also, Notizen, Solomons Kalkulation, okay. Sonstiges? Dreieckiger Organizer. Warum dreieckig? Ein Pferd. Fernrohr-Etui. Hölzerne Gesichtskultur. Nasenengerling, Briefbeschwerer. Nautischer Kompass. Der sieht cool aus. Was ist das? Origami-Skulptur.
damit verdient er seine Brötchen? Nee, danke. Schön, dass du mich besucht hast. Dann machen wir erstmal die andere Quest hier, Mob-Mentalität. Leb wohl. Danach ist er wahrscheinlich, was die Aussage da betrifft, vielleicht ein bisschen freundlicher zu uns. Was den Thomas da angeht. Dann können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Website ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. Da muss ich hin. Die Crimson Fleet ist im Moment überall. Ich habe ihn doch ausgeschaltet. Crimson Fleet dürfte doch nicht mehr existent sein. Ich bin gerade beschäftigt. So, hier hoffentlich hast du vor zu zahlen. Was darf es sein? Tevin Anderson hat gemeint, dass hier ein Kerl namens Headlock rumhängt. Nie von ihm gehört. Willst du jetzt was kaufen oder mir bloß auf die Nerven gehen? Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Nun, da du es ernst meinst, können wir reden. Ich kenne Headlock, kann ihn nicht ausstehen. Und einigen bei Seoka soll es ähnlich gehen. Der Junge muss einfach immer für Ärger sorgen. Was hat er diesmal angestellt? Er terrorisiert das Emporium. Das übliche Seoka-Zeug. Woher kennst du Headlock? Er ist ein Kunde. Aber hier geht es nicht um mich, also zurück zur Sache. Er terrorisiert das Emporium. Naja, wenn das jemand verdient hat, dann ist es das Emporium. Wenn du ihn unbedingt finden willst, dann versuch es bei Lagerhaus 4. Da sollte er sich irgendwo mit seinen Freunden aufhalten. Darf ich fragen, was du mit ihm vorhast? Er muss für das zahlen, was er getan hat. Ich will nur mit ihm reden. Ich werde ihm Geld abknöpfen, um Tevins Ausgaben zu decken. Das geht nur mich was an. Wenn du Headlock nicht ausstehen kannst, warum willst du wissen, was ich vorhabe? Der Typ ist mir vollkommen egal. Er ist ein mieser Schläger, der sein Maul ständig zu weit aufreißt. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihm mal jemand zeigt, was Sache ist. Das heißt aber nicht, dass er den Tod verdient hat. Komm, ich sag, ich werde ihm Geld abknöpfen, um Tevins Ausgaben zu decken. Dann bist du nicht besser als Headlock. Wir sind hier fertig. Du hast deine Infos und ich habe zu tun. Also kauf was oder verzieh dich. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Kümmere dich um Headlock. Alle Kunst ist politisch. Und ganz besonders das. Kann ich ihn dann einfach verziehen? Es geht hier buchstäblich um Krieg. Da sind Beschwerden. Hier lang, glaube ich. Ja, das sieht aus, als müssen wir hier lang. Obwohl, Seoka-Syndikat, ich habe jetzt irgendwie lange nur Syndikat irgendwie im Kopf gehabt. Hier, Lagerhaus 4. Da müssen wir rein. Die haben ja mit Benjamin Bayou auch zu tun. So, mit dem Jungen von muss ich reden. Wer bist du denn? Geht es ums Geschäft oder soll ich dir den Schädel zertrümmern? Du musst das Emporium in Ruhe lassen. Ach, wirklich? Ich bin kein Straßenschläger mehr. Ich gehöre jetzt zu Seoka. Wer sich mit mir anlegt, kriegt es mit dem Syndikat zu tun. Das nimmt ein böses Ende. So, das bereitet mir keine Kopfschmerzen. Ich respektiere das Syndikat, aber dich nicht. Bei welcher Gang warst du, bevor du dich dem Seoka-Syndikat angeschlossen hast? Bei den Appside-Strikers. Ich war lange dabei, aber am Ende war es ein einziges Elend. Es war alles so dürftig, dass ich am Verhungern war.
Also kämpfte ich mich aus der Gosse hoch. Bis zu Seoka. Bei den Strikers gingen meine Talente vor die Hunde. Ich war zu gut für sie. Mhm. So, ich respektiere das Syndikat, aber nicht dich. Ach ja? Für einen Niemand spuckst du große Töne. Also, gib mir einen Grund, warum ich Tevin und seinen kleinen Scheißladen in Ruhe lassen soll. Ja, das wäre weise angreifen. Meine Güte, du nährst vielleicht, ich bring dich um. Warum hat dich das Seoka-Syndikat rekrutiert? Weil sie meinen Wert erkannt haben. Bin einer ihrer besten Leute. Ich bin zäh, zuverlässig und bringe dem Syndikat viel Geld ein. Ich versuche mal, den zu überzeugen. Nur zu, rede weiter, aber komm zum Punkt. Dein Verhalten bringt dir rein gar nichts, es macht dir nur das Leben schwer. Wenn du nacheinander alle Läden verwüstest, kannst du bald nirgendwo mehr einkaufen. Irgendwann muss die Security eingeschaltet werden und die wird keine Gnade mit dir haben. Mach, was ich sage, sonst bringe ich dich um. Deutlich kann ich nicht sagen, könnte ich auch versuchen. Irgendwann muss die Security eingeschaltet werden und die wird keine Gnade mit dir haben. Wäre die Security nicht extrem korrupt, hätte ich jetzt Angst. Die werden sich nicht einmischen. Du lenkst ganz schön viel Aufmerksamkeit auf dich. Wenn du nicht aufpasst, bist du bald tot. In Neon muss man nun mal immer auf der Hut sein. Und dein Verhalten bringt dir rein gar nichts. Macht dir nur das Leben schwer. Ich mache nur, was mir gefällt. Um Vorteile geht es mir nicht. Komm schon, wolltest du mich nicht überzeugen? Wenn du willst, dass wir Tevin in Ruhe lassen, musst du dich mehr anstrengen. Ja, okay, komm. Arschloch, ich sagte doch, das ist ein Fehler. Hättest lieber Respekt zeigen sollen. Gib mir Deckung! Ich hab dich im Visier. Du bist nicht umsonst geschlagen. So. Der wollte nicht hören. Ja, nein. So. Dann nehmen wir alles mit, was die haben. Okay, die Köpfe können nicht platzen, schade. Was haben wir hier? Nee. So, die Cards mit Glied, okay. Der wollte nicht hören. Und hat ein großes Maul, ich mochte den nicht. So, was haben wir hier? Einmal verbrauchen direkt. Das ist nur stehen? Okay, schade. Ja, sagen wir mal im Dings hier Bescheid. Im Emporium. Emporium. Ich glaube, ich ziehe auch sehr viel Stress vom Syndikat auf mich. Das Syndikat hier scheint bisher die bessere Verbrecherorganisation zu sein, glaube ich. Die sind zumindest organisierter und hier ein paar schwarze Fische haben die unter ihren nicht so reinen. Weiß nicht, wie ich das genau jetzt sagen. Also unter den Kriminellen haben wir ein paar schwärzere Kusche, sagen wir. Power, Schafe. Und die Strikers, glaube ich, sind unsere nur Artikel. Wenn nichts passiert, wird Headlock uns ruinieren. Ich habe mich um Headlock gekümmert. Er lässt dich jetzt in Ruhe. Ach, was für eine Erleichterung. Ich dachte, ich werde ihn nie mehr los. Ich will mit diesem Gesindel nichts zu tun haben. Darum bin ich froh, dass du aufgetaucht bist. Danke für die Hilfe. Jo, kein Thema. Jetzt will ich aber mit dir über den Tod von Thomas Lucien sprechen. Ich sage dir kein Wort und ich habe das schon bei der Security gemeldet. Du vergeudest meine Zeit. Verschwinde, du bist schlecht fürs Geschäft. Ich habe dir gerade geholfen. So, versuch mal mit überzeugen. Ich kann dir nichts sagen. Kapier das doch endlich. So, es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden aussehen. So etwas für dich zu behalten, belastet doch sicher dein Gewissen. Ich sorge dafür, dass nichts passiert. Sag mir einfach, was wirklich mit Thomas passiert ist. Hoffentlich stimmt das.
So, das für dich zu hören. Ich brauche nur Informationen, die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Ich versuche das hier auch mal. Ich hoffe, ich kann dir trauen. Oh mein Gott, Schluss! Ich sage dir, was ich weiß, wenn du dann endlich abhaust. Ich habe es gesehen. Thomas wurde ermordet und ins Meer geworfen. Dummerweise habe ich der Security den Vorfall gemeldet. Zum Dank hielt man mir eine Pistole an den Kopf, um meine Verschwiegenheit zu garantieren. Warum hast du nicht eingegriffen und den Mord verhindert? Warum warst du nicht in deinem Laden? Aber der Mörder bei der Security? Nein, der Officer, der mich bedrohte, war ein anderer. Außerdem war der Mörder nicht in Uniform. Sicher hat dieser dreckige Mörder einen Kontakt in der Security, der für ihn die Spuren verwischt. Warum warst du nicht in deinem Wirklich? Laden? Soll ich den ganzen Tag im Laden bleiben? Falls du es wissen musst, ich war spazieren. Unglaublich, oder? Ich brauche mehr Informationen. Es war sehr laut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas seinen Mörder ein paar Mal Russell oder Rusty genannt hat. Ich glaube, der Mörder war auf Credits aus und Thomas hat sich geweigert, ihm welche zu geben. Und dann ist Thomas schwimmen gegangen. Hast du je persönlich mit Rusty zu tun? Gott, nein. Ich habe ihn ab und zu mal gesehen, aber wenn er je in meinen Laden kommen würde, würde ich ihn sofort wegschicken. Ach, mit so einem würde ich nie reden. Kleinkriminelle oder Aurora-Junkies können mir gestohlen bleiben. Okay, sag mir, wo Rusty... Wo soll so einer schon sein? Bei den Sleep Crates in der Nähe von Madame Savage. Jedenfalls darf mein Name nicht fallen, wenn du ihn zur Rede stellst. Ich will Thomas' salziges Schicksal nicht teilen. Und jetzt, lass mich bitte in Frieden. Es sei denn, du willst hier ein kleines Vermögen ausgeben. Nicht mit den Gegenständen, die du hast. Aber okay, ich werde ihm den Gefallen tun und ihm ihn nicht erwähnen. Den Gefallen werde ich ihm tun. Also suchen wir mal. Das Vanguard-Programm der United Colonies feierte kürzlich sein 15. Jubiläum. Dutzende von Vanguard-Piloten, die heute vollwertige UC-Bürger sind, wurden der Zeremonie und der Rede von Präsident Abe Yubai. Ja, okay. Ich glaube, das kennen wir auch schon. Ist auch nichts Neues. So, Neon unten, wieder die App-Site. Kümmern wir uns jetzt mal um den Mord. App-Site ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. Hey, hast du ein paar Credits für mich? Damit würdest du mir wirklich helfen. Lass mir raten, ich lande im Ozean, wenn ich dir nichts gebe. Im Ozean enden? Was redest du da? Warte, er meinte doch, er hätte sich drum gekümmert. Keiner sollte was... Bitte hör mir zu, das war alles keine Absicht. Es war ein Unfall. Erzähl mir ganz genau, was du getan hast. Und wer ist er und worum wollte er sich kümmern? Ein alter Freund. Bei der Security. Aber mehr sage ich dir nicht. Ich... versuche mein Glück lieber mit dir. Erzähl mir ganz genau, was du getan hast. Ich habe mich mit Thomas gestritten, habe ihn nach Credits gefragt, aber der Drecksack wollte mir keine geben. Es ist entglitten. Er ist von der oberen Plattform gestürzt, aber es war ein Unfall, wirklich. Dann habe ich meinem Kumpel bei der Security davon erzählt. Er hat sich um alles Weitere gekümmert. Dein Tun hat Konsequenzen. Sag mir, wer dein Freund bei der Security ist. Das kannst du vergessen. Ich bin vieles, aber keine Ratte. Ich hab's verkackt, ich weiß. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Lass mich gehen, dann werde ich für immer verschwinden. Niemand wird mich je wiedersehen. Niemand muss wissen, dass ich lebe. Komm schon, lass mich gehen. Ich werde dich nicht töten, aber du verschwindest lieber für immer von der Bildfläche. Ach du meine Güte. Keine Angst, niemand wird mich je wiedersehen. Ich schwör's.
Okay, also, wenn das ein Versehen war, war es schon von seiner Seite kein Mord und Totschlag, kann man sagen. Mann, New Atlantis wird immer verrückter. So, Elevator. War das eher nur ein Totschlag, aber kein Mord. Mord ist ja beabsichtigt und das war jetzt nur ein Streit. Zumindest habe ich das so verstanden. So. Dann müssen wir nur wissen, wer der Freund ist. Irgendwie herausfinden. Thomas starb nicht, Anna. Danke für die Hilfe. Und pass bitte auf dich auf. Ich weiß, was mit deinem Mann passiert ist. Bitte sag mir alles, was du weißt. Ich will alles hören. Dein Mann wurde ermordet. Ein Security Officer hat die Sache vertuscht, um den Mörder zu schützen. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie gelogen haben. Die ganze Geschichte ergab keinen Sinn. Die Neon Security. Wie können die nachts schlafen? Als wäre das Leben meines Mannes wertlos gewesen. Hast du den Mörder meines Mannes gefunden? Was ist mit ihm passiert? Ich habe mich um ihn gekümmert. Der Mörder heißt Rusty. Hat ihn Thomas je erwähnt? Rusty. Das war einer dieser Arbeiter bei Genadyne. Hat ständig Ärger gemacht, gestohlen, randaliert, all sowas. Das war ein übler Haufen. Mein Mann hat sich immer um die Störenfriede gekümmert. Er kannte Rusty und seine sogenannten Freunde. Diebstahl und Randale sind das eine. Aber Mord? Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Was hast du mit Rusty getan? Ich habe mich um ihn gekümmert. Naja, die Details sind nicht so wichtig. Hauptsache, er hat für seine Tat bezahlt. Und wegen der Security. Hast du herausgefunden, wer die Sache verwischt hat? Leider nicht. Er hat mir keinen Namen genannt. Tut mir leid. Mehr kann ich nicht für dich tun. Nein, und ich bezweifle, dass es gut für uns enden würde, wenn wir uns mit das... Nee, er hat mir keinen Namen. Ist vielleicht am besten so. Die Security ist gefährlich. Immerhin kenne ich jetzt die Wahrheit. Das genügt. Irgendwie bin ich jetzt... erleichtert? Nein, das trifft es nicht. Ich bin bloß froh, die Wahrheit zu kennen, auch wenn sie meinen Mann nicht zurückbringt. Ohne dich hätte ich die Wahrheit nie erfahren. Hier sind einige Credits für dich. Ja, Credits entgegennehmen, danke. Freut mich, dass ich Credits ablehne. Das ist nicht nötig. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Ach, du bist zu gütig. So oder so bin ich dir unglaublich dankbar für deine Hilfe. Außer dir war in dieser Stadt nie jemand gütig zu mir. Da ich jetzt die Wahrheit kenne, kann ich nach vorne blicken. Thomas und ich danken dir für all deine Hilfe. Okay, welche Quest haben wir jetzt noch? Wieder Chapter System. So, okay, warte mal. Wir haben aber hier... Wir hatten hier noch eine Quest, oder? War es das hier? Ne. Hier, das wollte ich machen, das Casting. Casting, Upside Strikers. Bleib mit der Ensign. Wozu zahlen wir den Schutzgeld? Genau. Ich mag aber das Outfit, was wir hier haben. So, ja, ich stehe irgendwie auf, muss ich auch ehrlich sagen, diese Stealth auf Stealth Gameplay und so weiter eigentlich. Ich finde es nur hier bei Starfield ein bisschen schwierig, hier andauernd nur Stealth zu spielen. So. Hier muss ich rein bei Madame Sauvage. Dann gehen wir mal rein.
So. Verzeihung. Andreas Sandoval. Was guckst du so, hä? Huh? Das? Das ist Abside Strikers Revier. Nur oben! Stör meine Kundschaft nicht! Okay, oben. Das ist Gangrevier, verstanden? Sieht aus wie eine ganz normale Bar. Alles klar, danke für die Bahn. Wenn du mich einschüchtern willst, geht das gründlich daneben. Ach, früher hätte nie jemand... Ach, die Leute hatten früher Angst vor den Strikers. Wir waren wer. Jetzt pferchen die Disciples uns in dieser Spelunke ein. Andrea! Ja, schon gut. In diesem wunderbaren Etablissement. Sonst noch was? Oder war's das dann mit diesem... Was auch immer. Hab von eurer Gang gehört. Ich will mit dem Anführer reden. Was kannst du mir über die Abside Strikers erzählen? Was sind die Disciples so? Ich meine, die Strikers rauben dich aus. Und wenn du uns in die Enge treibst, blutest du. Aber die Disciples, das sind wilde Tiere. Sie foltern die Leute aus Spaß. Die einzigen, die sie halbwegs unter Kontrolle gehalten haben, waren wir. Aber wir sind am Ende. Was kannst du mir über Abside Strikers erzählen? Wir waren richtig wer. Wir konnten uns nehmen, was wir wollen, und keiner hat was gesagt. Und Briggs hatte Klasse. Nicht so ein Psycho wie die Disciples. Jetzt, sieh uns an. Hab von eurer Gang gehört, ich will mit dem Anführer reden. Du spazierst hier einfach rein und willst mit Briggs reden. Mutig. Vielleicht redest du lieber mit meinem kleinen Messerchen, hm? Huh? Kein Blut in meinem Laden, Andrea. Ich stehe sowieso schon kurz davor, euch rauszuwerfen. Schön. Ist ja gut. Ist ein Glückstag. Aber Briggs siehst du nur, wenn du den Abside Strikers beitrittst. Bring mich zu Briggs, dann trete ich gleich bei. Ich wollte schon immer zu einer Gang gehören. Die Strikers interessieren mich nicht. Ist irgendwas witzig? Ach, nichts. Die Leute rennen uns gerade die Türen ein. Wollen unbedingt alle mit dem Schiff untergehen. Bring mich zu Briggs, dann trete ich vielleicht... Weißt du was? Das mache ich. Hier und jetzt. Das wird sicher lustig. Okay, besuchen wir den Boss. Süß. Ich finde die Autos aber cool. Aber meins finde ich besser. Sehr funktional auf jeden Fall. Ich gehe schon mal vor, ja? So. Moinsen. Strikers passen aufeinander auf. Hier will jemand bei uns mitmachen. Das hatten wir lange nicht. Ja, ich weiß. Sauvage sagt, wir dürfen hier niemanden mehr umbringen. Das sollten wir sowieso nicht tun. Du willst beitreten? Wir sind eine Gang, das ist dir klar, oder? Kein cooler Abenteuerclub, mit dem du vor deinen Freunden angeben kannst. Wir stehlen, wir rauben. Wir töten auch mal. Wer zu uns kommt, hat keine anderen Optionen mehr. Bist du wirklich interessiert? Ich will bloß die Disciples erledigen. Die Typen sind eine echte Gefahr. Ich will unbedingt zu einer Gang gehören. Zuerst brauche ich noch mehr Info. Ich will eigentlich schon die Disciples erledigen. Früher waren wir die Einzigen, die diese Psychos unter Kontrolle gehalten haben. Aber dazu komme ich noch. Weißt du, die Strikers sind anders, weil wir nämlich eine Familie sind. Wir kämpfen gemeinsam gegen jeden Scheiß, mit dem die Welt uns fertig machen will. Wir gehen füreinander durch die Hölle. In letzter Zeit ist das ein bisschen zu viel Hölle. Voga, nicht jetzt. Wir tun, was wir können, damit jeder immer ein Dach über dem Kopf und Fisch im Bauch hat. Mir ist es lieber, wir nehmen die Opfer nur aus, statt sie umzulegen. Ist besser für alle. Aber tu, was du tun musst. Warum hältst du die Gang davon ab, Leute umzubringen? In Abside landen die ganzen Loser und traurigen Gestalten, wenn Neon und Verwalter Bayou sie ausspucken. Das Leben hier ist ein Kampf. Manchmal muss Blut fließen, damit man Essen, Pasta auf dem Teller hat. Aber wir nehmen uns nur, was wir müssen.
Okay, auf jeden Fall. Ich bin dabei, die Disciples. Nicht so schnell. Ich muss dich erst kennenlernen. Wie kannst du den Strikers helfen? Ich löse Probleme. Ihr könnt euch glücklich schätzen, mich zu haben. Ich habe mir meinen Weg durch die besiedelten Systeme gebaut. Ihr braucht mich. Nichts für ungut, aber hier ist keiner so smart und fähig wie ich. Ich habe mir meinen Weg durch die besiedelten Systeme gebahnt. Ihr braucht mich. Wir haben nicht selten Konflikte. Jemand, für den Gewalt nichts Neues ist, kann da sehr nützlich sein. Hast du was Besonderes gemacht, was uns beeindrucken würde? Ich bin bei der Constellation. Ich habe in rätselhaften Monumenten mysteriöse Kräfte erlangt. Ich habe mich für die UC um eine Terramorph-Bedrohung gekümmert. Ich bin Ryujins erster Kontakt bei Problemen, die sonst keiner lösen kann. Ich habe Ron Hope auf Polvo gestürzt. Sag es nicht weiter, aber ich bin die Mantis. Kann ich das alles... Boah, warte mal. Ich fange erstmal mit der Terramorph-Bedrohung an, würde ich sagen. Du hast einen Terramorph erledigt? Ach, nicht nur einen. Das stimmt tatsächlich, ja? Naja, ja. Das ist echt beeindruckend. Kann ich noch mehr sagen? Ich weiß nicht, was du für ein Spielchen treibst, aber es gibt einen Aufnahmetest. Du bekommst es mit den Disciples zu tun. Jeder in Abside wurde von Neon fertig gemacht und dann ausgespuckt. Manche drehen durch, und zwar richtig. Die Disciples sind wahnsinnig. Ganz einfach. Der Test ist simpel. Finde raus, wer diese Verrückten mit Militärwaffen versorgt. Ich hätte gern die anderen auch noch gemacht. Also eure Gang, ich weiß ja nicht. Wir so viele Disciples wie möglich vernichten. Der Aufnahmetest wirklich nötig? Wenn du zu den Strikers gehörst, machen die Disciples gnadenlos Jagd auf dich. Aber wenn du das erledigst, wissen wir, dass du es drauf hast und was riskierst. Ja, okay, komm, ich mach mal wie so viel. Wir sind voll auf einer Linie. Sie haben ein Lagerhaus. Einer unserer Freunde sagt, dass es da eine Slate mit allen wichtigen Infos gibt. Wow, das ist mein Job. Ich wollte da rein und sie zahlen lassen. Du bist zu fanatisch, Vogal. Wenn du da reingehst, gibt's ein Blutbad. Ich will jemanden, der ihm die Slate einfach stibitzt. Am besten, ohne dass sie es überhaupt merken. Das ist ein Casting. Lass dich am besten nicht umlegen, Jungfisch. Okay, also ich soll kein Blutbad machen, oder wie jetzt? Was darf's denn diesmal sein? Wieso ist die jetzt hier oben? Also... Die wollen, dass ich einfach nur reingehe, klaue und wieder raus, ohne jemanden zu töten. Aber ich dachte, die wollen, dass die Disciples getötet werden. Oder raff ich da was nicht? Ich verstehe gerade die Aufgabe nicht. Wo muss ich hin? Stroud und Apple, der Ansatz? So. Rein da. Nee, Euphorica will ich nicht. Das ist das, wo ich rein muss. Lagerhaus 2. Dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.